Da die Roten und die Nazis sich auf der Museumsinsel gegenseitig die Scheiße aus den Ärschen prügelten, hatte ich mir etwas Zeit verschafft. Ich begab mich zum Opernplatz, wo Schweige gefangen gehalten wurde. Mein Auftrag war, ihn zu töten. Aber jetzt versuchte ich, seinen Arsch zu retten. Komisch, wie sich alles ändern kann.
die Knie. Mach er schnell. Mach ich doch immer. Du bist verletzt. Lass mal sehen. Keine Zeit. Die Roten kommen. Halte sie auf. Ich komme zurecht. Aber... Halte sie auf. Wenn nicht, sind wir beide tot.
Angriff vorbei. Vorerst waren wir in Sicherheit. Danke fürs Retten. Aber ich befürchte, es war Zeitverschwendung. Wolf hat einen Plan. V2-Raketen. Tabun. Tabun? Wo ist das? Es ist kein kein Ort. Was ist es dann? Was ist Tabun? Antworte mir. Die Info über Schweiger war inkorrekt. Ich fragte mich, worin wir uns noch geirrt hatten oder was wir nicht wussten. Wie Tabun? Was zum Teufel war das? Und worin bestand Wolfs Plan? Was auch immer Wolf plante, ich musste mich später darum kümmern. Ich hatte neue Infos über Müller. Er war versetzt worden, um den Flakturm am Tiergarten zu kommandieren. Ich improvisiere nicht gerne, aber das HQ glaubte, eine Stelle für den Schuss gefunden zu haben, und sie wollten von einem Flugzeug Pläne und Vorräte abwerfen lassen. Leider hatten die Flieger die Abwurfzone verpasst. Sie hatten den ungünstigsten aller Orte getroffen. Das Dach eines Kirchturms. Es stellte sich mir nur die Frage, wer auf mich warten würde. Die Deutschen oder die Russen? Kein Zweifel, dass die mich erwarten würden.